2,6 Milliarden Euro verteilt auf 100.000 Losnummern. So viel Geld steckt 2023 in der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo. Was macht die spanische Weihnachtstradition so besonders? Aus dem Spanischen übersetzt bedeutet El Gordo der Dicke. Die legendäre Weihnachtslotterie findet jedes Jahr am 22. Dezember statt. Das Besondere daran, die Gewinne werden in einer fünfstündigen Sendung ausgespielt, gesungen von Kindern des Waisenhauses San Ildefonso. Zuerst wird gezogen der Preis, der Wert und dann die Losnummer. Der Hauptpreis El Gordo ist 4 Millionen Euro wert. Der Clou: viele Menschen können den Hauptpreis gewinnen. Die Chance, den Jackpot zu gewinnen, ist mit 1 zu 100.000 viel höher als bei anderen Lotterien. Zum Vergleich, die Gewinnchancen beim Euro-Millionen-Jackpot liegen bei 1 zu 140 Millionen. Der Preis für ein Los bei El Gordo ist mit rund 200 Euro relativ hoch. Deshalb ist es üblich, sich Dezimos, also ein Zehntel eines Loses, zu kaufen. Für die spanische Wirtschaft ist El Gordo ein großes Ereignis. Bars sind voll mit Freunden und Verwandten, die dieses Ereignis gemeinsam begehen, vielleicht auch feiern. Und Friseure natürlich ebenfalls. Man könnte ja ins Fernsehen kommen. Auch der spanische Staat zählt zu den Gewinnern der Lotterie, denn auf Lottogewinne entfallen Steuern in Höhe von 20%. El Gordo sorgt auch immer wieder für schöne Weihnachtsgeschichten. 2011 haben die 250 Einwohner des abgelegenen Dorfes Sodeto mehr als 100 Millionen Euro abkassiert. Übrigens, über Spezialanbieter im Internet kann man auch aus dem Ausland mitspielen.